Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Wilson, mein Name. Wilson. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Wilson. Ich habe euch ja versprochen, der Wilson kommt diese Woche mehrfach und heute ist der zweite Tag, an dem wir den Wilson hören werden. Naja, aber ihr könnt euch vorstellen, dass die Seriosität im Vergleich zu gestern auf keinen Fall steigen wird. Ich glaube, das Niveau rutscht heute sogar noch ein ganzes Stückchen weiter runter, denn der Wilson, tja, ich weiß nicht, der scheint sich in unserer Gegenwart irgendwie wohl zu fühlen und verhält sich dann irgendwie eigenartig und merkwürdig. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ja, wir haben auch letzte Woche gesprochen. Hammer? Am Freitag, wir haben zusammen gesprochen. Okay. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Also, wir haben über die Trading gesprochen. Ah ja, über die Trading, ja. Ja. Und was war da so los? Ich bin da, wie ich habe gesagt, über die Trading sprechen, über die Trading reden. Ja. Ja. Und wie ich habe gesagt, jetzt einmal, ich weiß nicht, was wollen Sie zu machen oder etwas so, wo wir können die Profite machen und sowieso. Sie einmal sagen, ich habe Interesse, einmal sagen, ich habe kein Interesse mehr. Also ich weiß nicht, was passiert und was gegangen ist. Also schon alleine seine Erklärung mit und sowieso ist ja eine super Erklärung. Aber mal davon abgesehen, er hat sagt ja gerade selbst, mal habe ich Interesse, mal habe ich kein Interesse. Ja, streng genommen habe ich ihm sogar nach seiner Lizenznummer gefragt von dem ganzen Saftladen, die er mir nicht nennen konnte. Also er weiß nicht, wo seine Firma registriert und ja, wo die Erlaubnis herkommt, dass die das machen dürfen. Ich habe ihm das Ganze ja schon widerlegt, dass die Firma keine hat. Tja. Den Grund, warum ich da kein Geld reinstecke, den weiß er ja schon. Also, denn das habe ich, also ich meine, wir haben ja darüber diskutiert. Das, ihr könnt es euch ja vom Video gestern auch nochmal anhören. Da ging es ja darum, dass ich genau deswegen da keine Kohle reinstecke. Und ich habe ja auch gesagt, bei Betrügern und Abzockern stecke ich kein Geld rein. Naja, aber irgendwie scheint das ja nicht so ganz begriffen zu haben, dass er bei mir nichts holen kann und ruft jetzt hier ernsthaft nochmal an, um irgendwie noch Geld rauszuholen. Ich weiß nicht, ob das eine neue Masche ist, aber mit sowas hat man doch keinen Erfolg, oder? Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, dadurch macht er sich doch jetzt nicht seriöser, dass er hier anruft und dann mir so Sachen erzählt wie dies, das und ja, darum und wieso. Und das sind doch keine Erklärungen und Beschreibungen. Also, um Gottes Willen, naja. Aber ihr werdet es noch merken, es wird auf jeden Fall nicht besonders intelligenter hier. Also, was kann ich für Sie machen? Weiß ich nicht, Sie rufen doch mich an. Was kann ich denn für Sie tun? Hallo? Ja, jetzt. Nochmal bitte? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Sie rufen mich doch an. Ja, also ich rufe, weil Sie haben die Anmeldung bei uns gemacht. Ja. Ja, und ich bin da zu helfen, Sie erst einmal und Informationen geben. Aha. Also ich weiß nicht, wie viele Informationen haben Sie über die Trading oder die Krypto einfach. Ach, genau. Weiß ich nicht. Aber was. Also. Was soll jetzt der Anruf bringen? Also verstehe ich gerade nicht so richtig. Was ist denn jetzt das Ziel? Wie sage über die Krypto, lieber Herr. Ja, die Krypto habe ich verstanden, ja. Ja, was wollen Sie mehr? Oder die Indizes, wo Sie haben mehr Interesse gezeigt? Ja, weiß ich nicht, also. Was wollen wir denn jetzt machen? Weil wir haben die neue Pläne über die Shiba. Ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die Shiba. Was? Shiba Inu. Was ist denn Shiba? Shiba ist eine Krypto, wo Sie können sehen, sie war vor einer Woche, sie war in die 22. Klass, also jetzt ist es in die 10. Ja, warte mal kurz. Also sie hat 100% Profit, noch mal mehr Profit. Halbe Stunde oder so anrufen. Nochmal wieder? Halbe Stunde bitte, danke. Okay, ja, hat also gerade irgendwer anders angerufen. Ich habe da schnell weggedrückt. War gerade so interessant. Ja, weiter. Okay.
und Sie können beim Google gehen und Sie können über die Shiba. Können Sie wieder beim Google gehen und Sie können suchen Shiba Inu? Shiba? Ja, Shiba. Wie schreibt man das? Okay, also Sie können schreiben S wie Siegfried. A. S wie Siegfried. Ein F, ja. F. Ja. Gerade war es noch ein L. S wie Siegfried. Ein F. Haben Sie geschreibt? Nee, ich verstehe nicht den Buchstaben. S, lieber Herr Siegfried. Ach, ein S, ja. Ein H. Ja. I wie Ida. Ja. B wie Beta. A wie Anton. Ja. Also I wie Ida nochmal. N wie Notboy. Ja. U wie Ulrich. Ja. Also Sie können suchen Shiba Inu Investing. Ja, und? Ja, und Sie können sehen die Prozent, wie sie hat, einfach die läuft. Aha. Also Sie können sehen, heute ist plus 13,45% oben gegangen. Also in einer Woche sie ist plus 190,61% hochgegangen. Ja, und? In dieser Woche. Und das bedeutet, Sie können beim die Kryptoinvestitionen machen. Also, Sie können die Profite machen. Sie ist jetzt 0,4 mal 0,2940. Ich habe nicht so ganz verstanden, welche Reihe mich jetzt überzeugen soll. Also ihr braucht mich auch wirklich in den Kommentaren nicht fragen, was der genau von mir will, weil nichts von dem, was der irgendwie sagt, ergibt auch nur annähernd Sinn. Also entweder steht der komplett unter Drogen oder hat viel zu viel Alkohol getrunken, was aufs Gleiche drauf hinauskommt. Aber, also ich weiß nicht, was der von mir will. Also ich verstehe wirklich nichts. Gar nichts. Nochmal bitte. Ich sagte, ich habe noch nicht so ganz verstanden, welcher Teil mich jetzt überzeugen soll. Also, ich will über die Shiba Inu zeigen, wo Sie können nur Operationen mit die Shiba machen. Aha. Ja, und sie geht nur oben diese Woche. Ist der Job eigentlich manchmal auch nervig? Ja, also wir können die Operationen für Sie machen. Operation? Ja, natürlich. Die Operation ist zum Beispiel Geld gegen Shiba, Shiba gegen Bitcoin und sowieso. Aha, und sowieso. Okay. Ja, das heißt die Operationen. Die Profite einfach heißt die Operationen bei unserem Broker. Aha. Ja, ja. Ja. Und für das, ich habe zum Sie gesagt, Sie können Investitionen machen über die Shiba. Shiba Inu. Über einen Shiba. Ja, also ja, ein Shiba nutzt man bei uns anders. Also, es ist wie die Bitcoin in die erste Jahr. Zum Beispiel, wie war Bitcoin 0,008 Dollar? Es ist jetzt 0,4 mal 0,29 Dollar. Ja. Ja. Und für mich, es geht viel hoch. Viel hoch. Also eine lange Zeit. Also die lange Zeit bedeutet 3 Monate, 4 Monate. Also wenn zum Beispiel, Sie können, kurz Moment, die Shiba ist jetzt 0,00029 Dollar. Also wenn Sie machen eine Investition von 500 Euro zum Beispiel, 500 Euro. Wie viele Abschlüsse machst du so am Tag? Nochmal wieder. Die Frage war, wie viele Abschlüsse du so am Tag machst? Ich? Hm? Also die Broker macht für uns, also die Chefin und die Broker. Die Finanzabteilung macht die ganze alles. Ich bin da nur Informationen geben und Investitionen machen, also die Konto öffnen. Aber wie ich habe gesagt... Und da zahlt einer was ein bei euch?
Norm halt wieder. Ja. Ja, mach mal weiter. Ja, okay, also Sie können zum Beispiel, wenn Sie machen eine Investition mit 500 Euro, also, ja. Ja, und nun? Und kurz Moment, ja, ich mache die ganz alles. Aha. 500 Euro. Mhm. 0,00029. Sie können 179, ja, Sie können 1 Million Shiba. Also zum Beispiel, wenn Sie haben 1 Million Shiba und Sie geben 0, wenn Sie, es gibt weg eine 0, es ist mit 4-0, Sie können, wenn Sie geben mit 3-0, Sie können 5.000 Euro zum Beispiel haben für eine Monate. Gibt es da Menschen, ja, die da durchsteigen? Also 5.000 nicht pünktlich, aber Sie können 4.079. Ja. Ja, also die Broker mag die ganze alles und sowieso. Ich weiß nicht, wenn Sie wollen Investitionen machen oder ne. Und das ist alles, weil Sie haben die Operationen, die Anmeldung gemacht, also die Operationen machen wir, Sie machen die erste Investitionen und Sie nehmen die Angebote von uns. Und okay, sowieso, es geht einfach. Mhm. Also, Sie können nur sagen bei mir, wenn Sie wollen und, oder wenn Sie wollen nicht. Ja. Weil das ist die zweite Woche, wo ich habe mit Sie angesprochen. Und Sie haben gar nicht antwortet mir, wenn Sie wollen Informationen mehr oder wenn Sie wollen mehr nicht. Ja, aber bis jetzt habe ich ja noch keine Informationen bekommen. Bis jetzt habe ich ja nur Blabla also, gehört. Die ganze, die ja, genau so sieht's aus. Also bis jetzt habe ich ja in diesem gesamten Gespräch, also es sind ja nur schon zwei Teile, noch nicht eine sinnvolle Information gehört, die auch nur ansatzweise irgendwas mit Trading zu tun hat. Weil dieses ganze Gespräch besteht hier aus irgendwie und so und ja, ich rechne mal und 2,4 Chiba und genau und sowieso und da kann man investieren und Profite und hä? Also der will mir hier was verkaufen. Also Leute, das, tja. Also bei so einem Betrüger bin ich froh, dass wir solche Betrüger haben, denn da kann ich mir nicht vorstellen, dass da sehr viele Leute einzahlen. Also so viel Erfolg kann der, glaube ich, nicht haben, oder? Also ich weiß es nicht. Also ich würde bei dem kein Geld einzahlen. Und ich hoffe, es gibt viele Menschen, die bei dem hier auf jeden Fall spätestens wach werden und da nichts rein investieren. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass der überhaupt jemals irgendjemanden 250 Euro abgenommen hat, mit dem Bullshit, den der hier erzählt. Also das macht ja nicht mal Sinn. Ich weiß ja gar nicht, was der von mir will. Also ich meine, ihr müsst euch immer vorstellen, ihr habt ja gar keine Ahnung von dem ganzen Thema. Ihr wisst vielleicht nicht mal, was Trading ist. Und der will euch das jetzt hier verkaufen. Tja, ich weiß es nicht. Ganz Informationen gehört, wo Sie haben gewollt. Also Sie haben bei mir die Informationen also das genommen die über Informationen. Die Shiba, die Bitcoin, die ganze alles, die Krypto einfach. Ja, das war, also das waren jetzt hier die ganzen Informationen. Also die ganze Information, wo Sie wollen mehr. Also wir nehmen die erste Information, wir nehmen die eine Option. Und da gibt es ja, wirklich Menschen, die da bei euch Geld einzahlen nach der Erklärung? Also die Option von uns ist bei Shiba. Die ganz alles, die neue Kunden, wir immer haben diese Monat einfach. Wir haben gesagt, Sie müssen in die Shiba Investitionen machen, weil es ist, es gibt, ich habe jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden, weswegen ich jetzt da investieren soll bei euch. Also, lieber Herr, der Shiba geht hoch. Ja, der Shiba geht hoch. Ja. Also und normalerweise geht der Hintern hoch und dann geht der Shiba drunter. So funktioniert das eigentlich. Also wir haben die ganzen Informationen, wenn sie Shiba, wenn die Shiba geht unter oder geht oben. Also wenn sie geht unter, wir machen die Stop-Operationen. Und wir machen die Investitionen von Shiba, wir machen zum Bitcoin oder Dogecoin.
Arterium. Wenn der Schieber untergeht, würde ich die Operation auch abbrechen, ja. Also, lieber Herr. Ja. Ich sage nochmal, wie es läuft bei der Operation. Also wir öffnen eine Operation zum Beispiel. Ja, richtig, bei einer Operation öffnet man jemanden, das ist richtig. Wir machen die Operation 200 Euro beim Schieber. Und 200 Euro, es geht mit 5000 Schieber. Und wenn sie Schieber geht unter, wir stoppen die Operation. Also wir machen einen Stopp. Und wir nehmen zurück unser Geld, also 200 Euro wir nehmen zurück und wir machen die Investitionen von Shiba in die Dogecoin oder in eine andere Krypto. Oder in dieses Gold, Metall, Öl, die ganze alles. Aha. Ja, und wir machen die Profite. Wir wollen nicht Geld verloren. Wie Sie, wie uns. Aha. Ja. Also, wir sind hier zu Geld machen, Geld profiten und einfach, wir leben die Geld. Wir leben für Geld und wir wollen die Geld. Okay. Ja, okay. Und wie ich habe früher gefragt, wenn Sie wollen eine Investition oder wenn Sie wollen mehr Informationen oder wo Sie wollen die Informationen, das habe ich gefragt. Aha. Ja. Ja, also Sie können mir fragen. Wenn Sie wollen Informationen. Wenn Sie wollen nicht, meine Frage ist, wollen Sie Investitionen machen oder nicht? Ja, wo sind denn Sie reguliert? Also, wir sind reguliert, natürlich, weil Sie haben diese Anmeldung gemacht, lieber Herr. Genau, ich frage nochmal nach der Regulation. Das habe ich ja in dem letzten Telefonat schon getan, konnte er mir nicht beantworten. Und jetzt antwortet er mir, wenn ich frage, wo ihr reguliert seid. Ja, Sie haben sich ja registriert. Aha, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Nee, ist mir zu hoch. Ja. Und ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die MetaTrader 4. Hm. Ja, aber wo sind Sie denn jetzt reguliert? Wo wir sind. Die Regulation, wo? Unsere Regulation. Ja. Also, wir sind die Partnerschaften mit die Instagram, ach, Facebook. Über Instagram sind Sie reguliert. Ja, nee, dann müssen wir da einfallen. Das bedeutet, ja. wir haben eine Lizenz reguliert. Ja. Also wir nehmen die Informationen von Wall Street. Ich weiß nicht, wenn Sie haben die Informationen, was Wall Street ist. Ja, jetzt haben Sie mich gekriegt, ja? Wo soll ich überweisen? Nochmal bitte? Wo soll ich überweisen? Also Sie können, wo Sie wollen, Sie können mit die eine normale Überweisung machen, Online-Banking. Ja, hallo? Ja, ich bin da. Ja? Online-Banking, wir benutzen Online-Banking, normale Überweisung. Wir können nur mit die Bankdaten beim Bank gehen, Investitionen machen und wir öffnen die Operationen. Ihr nehmt ja keine Kreditkarten. Nochmal bitte, wie ich habe gesagt, wir benutzen die Online-Banking. Ja, aber keine Kreditkarten. Kreditkarten, natürlich, Visa, Mastercard. Ja, dann nehme ich eine American Express. American Express? Mhm, ja. Okay, kurz ja. Moment bitte. Mhm. Mensch, das hat mich jetzt überzeugt, ja. So, ist da jetzt noch einer? Weil ich wollte jetzt schnell überweisen. Ja, es ist schon da, unsere Finanzabteilung macht das schon für Sie. Ach so, dann muss ich jetzt gar nichts mehr weitermachen. Ja, warum wollen Sie nicht weitermachen? Nee, ich hab doch jetzt gefragt, dann muss ich nichts mehr machen, oder wie, wenn die Finanzabteilung alles macht? Also, die Finanzabteilung schickt bei Sie die amerikanische Express und Sie können die Überweisung machen, okay? Ja, dann mach mal, schick okay, mal schnell. Okay, wollen Sie beim E-Mail schicken? Nee, keine E-Mail. Ich brauche jetzt hier irgendwie so ein Krypto-Wallet oder so, wo ich mein Geld reinschmeißen kann. Wollen Sie mit Krypto-Wallet? Ja, genau, weil hier okay. So Moonpay oder so, das machen die ja alle so, weil da kann man ja das Geld am schnellsten dann loswerden. Ja? Ja, ich bin da, kurz Moment. Ja. Aber nicht so lange, weil das ist blöd. Natürlich, aber auch keine Zeit. Ja. Zeit verlieren wollen wir hier nicht.
Also Instagram, da hättest du mich dann sofort, ja. Das klingt gut. Ja. Bei Instagram reguliert. So, was ist denn jetzt mit der American Express? Können wir die jetzt? Es kommt jetzt. Ja, kommt. Jetzt wird's spannend. Die American Express. Hallo, ist da noch jemand? Hallo, hören ja. Sie mich? Ja, ich höre Sie, ja. Sie sind dran. Hallo. Hallo. Herr Katzer? Ja. Sind Sie da? Ich bin dran. Sind Sie auch dran? Oh, Herr Sven, ich höre nicht. Hallo? Herr Sven, können wir... Okay, komm bitte. Hallo? Also, ich höre nicht Herr Katzer, Mann. Warum nicht? Kurz Moment. Ja. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja. Hören Sie mich auch? Noch nicht. Hallo, Herr Katzer? Ja, ich bin dran. Oh, Jay, Herr Sven, was muss ich machen jetzt? Ja, Moment, ich probier wo soll mal. Ich denn jetzt mein Geld überweisen? Nur erzählen. Hallo, Herr Steiner? Ja. Vielleicht, er hat gestürzt. Tja, so wird das nix. War das nicht gerade Herr Katze? Tja, wenn du nichts sagst, dann wird das nix. Müssen wir mal auflegen. Hallo? Ja. Oh, Jim. Hallo? Ja. Herr Katze. Nun sag mal hier mit der American Express, wo kann man da jetzt? Herr Baba. Komm bitte her. Ja, genau. Okay. Wir probieren nochmal mit Herr Steiner. Ja. Okay, probieren nochmal. So, kommt da jetzt noch was, oder? Ja, Herr Steiner. Ja, hallo. Ja, okay. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie, ja. Okay, ich probiere nochmal. Ich weiß nicht, was passiert mit unserem Apparat. Kurz Moment, ich probiere nochmal, okay? Tja, und das war der höchst intelligente zweite Teil von unserer kleinen Serie mit dem Herrn Wilson. Naja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich meine, er hat ja hier selbst gescheckt, dass das ganze Blödsinn ist und hat mich erst Herr Katze und dann Herr Steiner genannt. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Also, zumindest war er so schlau, dass er die zwei Charaktere schon mal im System zusammenfassen konnte. Naja. Machen wir morgen weiter. Morgen gibt es einen neuen Teil. Der ist auch noch mal ein kleines bisschen länger als die letzten beiden. Ja, schauen wir mal, was so passiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch alle weiteren Teile zu dem Öl zunicht und auch alle anderen Videos, die ich sonst noch so hochlade, nicht. Und hier gibt es jetzt noch eine Playlist mit all meinen anderen Videos zum Thema Telefonbetrug. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.